wenigen Tagen startet die E3 und deswegen sind Tobi und Kevin und Vio da und reden mal über die Spiele, auf die wir uns am allermeisten freuen. Geil. Yeah. So, ich würde sagen, wir gehen die Großen erstmal durch, also Sony, Microsoft, Nintendo und natürlich dann auch die anderen Publisher. Fangen wir an mit Sony. Oh Gott. Ja, oh Gott. wir haben im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert und haben festgestellt, so außer Uncharted 4 und vielleicht No Man's Sky ist da nicht so wirklich viel klar, was sie zeigen. Last Guardian. Dieses Jahr ist es soweit, ich sag's euch. Last Guardian, die haben sonst nichts. Ohne Scheiß. Das muss dieses Jahr kommen. Ich krieg 10 Euro von dir, wenn Last Guardian dieses Jahr kommt. Ich wollte gerade sagen, wenn Last Guardian kommt, gebe ich ihm 10 Euro. Dann habe ich Last Guardian, da brauche ich nichts mehr, dann bin ich glücklich, ich brauche dein Geld nicht. Ich meine, ich habe ja damals als Last Guardian, damals, als ich noch so klein war, das erste Mal gezeigt wurde, da habe ich ja echt Gänsehaut gekriegt, dachte, boah, wie geil, ich fand Shadow of the Colossus geil, das muss das Übergame werden. Mittlerweile denke ich mir, boah, ob das überhaupt noch was wird, wann jemals. Wann war das denn? 2007? 2009? Ich glaube 2009 1845? War das erste Mal. 1845? Das ist näher dran. Damals 1902, als Last Guardian das erste Mal angekündigt als Spiele wurde. Noch schwarz-weiß waren. Genau. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, mich würde es freuen, klar. Ja. Aber das wäre natürlich die mega Überraschung. Gesichert, wie gesagt, ist Uncharted 4. Auch wenn da natürlich der Wermutstropfen ist ja auf 2016 verschoben worden. Aber ziemlich gut aussieht. Also dieser Gameplay-Trailer, den wir da mal gesehen haben, der war ja wohl vom Allerfeinsten. Das war vom Allerfeinsten, da habe ich auch gedacht, mein lieber Scholli, das wird richtig geil. Ja, das steht auch hier auf unseren Notizen. Gameplay sah schon geil aus. Ja, sah schon geil aus. So, ich erhoffe mir ja so einen Trailer wie damals bei Uncharted 2. Das war dieses umkippende Hochhaus, wo man drin kämpft. Mhm. Das war so geil, das hat mich so geflasht. Und genau sowas erhoffe ich mir dieses Jahr von Uncharted 4. Tja. Aber 2016 erst, ne? Also, ja. Also die haben natürlich jetzt noch, ne, wenn man es positiv sieht, viel Zeit, um das Ganze geil werden zu lassen. No Man's Sky hat ja letztes Jahr alle geflasht. Also diese Welt, die sich quasi immer neu generiert und dynamisch lebt in dem Sinne. Ich wollte gerade fragen, kann mir mal einer erklären, was das eigentlich für ein Spiel ist? Ich sehe immer nur diese bunte Welt, irgendwelche Raumschiffe, die da... Was macht man denn in diesem Spiel? Was ist das denn? Du erforschst die Welt. Ja, du fliegst halt mit deinem Raumschiff rum und da sind auch irgendwie so Space-Piraten und die kannst du im Weltall töten und du landest auf Planeten. Die wird irgendwie... durch einen Algorithmus immer wieder neu generiert, diese Planeten. Es soll, keine Ahnung, wie viele... Also du hast quasi ein ganzes Weltall mit lauter verschiedenen Planeten und dort lebenden Organismen. Wenn du da eingreifst, dann verändert sich die Welt. Und du hast halt eben so Dogfights mit deinen Raumschiffen gegen die Space-Piraten. Und ich habe es auch ein paar Mal gucken müssen, ein paar Mal Sachen drüber lesen müssen, um es zu kapieren. Mhm. Weil ich habe auch erst den Hype gar nicht verstanden. Ich dachte, ja, das ist halt ein Bildschirmschoner so ungefähr. bis ich mich wieder ein bisschen schlau gelesen habe. Es ist trotzdem, also für mich ganz persönlich, immer noch nicht das Spiel, wo ich richtig drauf warte. Aber es ist halt innovativ genug, dass man sagen kann, ja, ist mal was anderes. Ne? Wenn es genug Abwechslung bietet. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Also das klingt alles bisher wie... man fliegt zu dem Planeten, man sammelt Ressourcen, man macht sein Schiff damit geiler und fliegt zum nächsten Planeten. Minecraft im Weltall. Minecraft im Weltall. In Space. Ich seh schon die ganzen Let's Play. Let's Play No Man's Sky. Gut, aber mehr haben wir nicht, ne? Weil Sony, entweder wissen wir nicht, was sie machen oder was sie uns zeigen, oder sie haben momentan nicht so viel im Köcher. Kann man auf beiden Lassen wir uns einfach sehen. Überraschen. Last Guardian, ich sag's euch. Microsoft! Juhu, Xbox! Das wird definitiv eine Pressekonferenz, wo schon relativ viel darüber bekannt ist, was gezeigt wird, weil Microsoft da einfach nicht mit hinterm Berg hält. Halo 5, klar, das ist dieses Mal, nachdem es ja letztes Mal so klein war, dieses Mal quasi im Fokus. Erscheint ja auch schon dieses Jahr, das heißt, die müssen ja dann bis Oktober, haben sie ja nur noch Zeit, richtig was abliefern. Ne? Ja, da klicke ich mich raus. Ich habe keinen einzigen Halo-Teil gespielt, bis auf den ersten. Damals auf der ersten Xbox noch und das hat mich so gelangweilt. Also, ich fand's echt nicht gut. Ich bin auch nicht der größte Halo-Fan, aber ich muss sagen, Halo 4 hat mir sehr gut gefallen und das ist ja jetzt 343 Industries, die auch Halo 5 machen. Ich habe gute Hoffnung, allerdings ist für mich ein Halo auch nie wirklich System-Seller. Also für mich persönlich wäre Halo jetzt nicht, ich muss die Xbox kaufen, weil ein Halo rauskommt. Aber es muss jetzt geil aussehen, ich meine, Sony hat jetzt als Exklusivtitel mit Bloodborne extrem vorgelegt. Mhm. Microsoft muss jetzt mal kommen und sagen, das ist einer, den es nur bei uns gibt und der unfassbar fett ist. Und das muss eigentlich Halo 5 sein. Das dürfen sie aber nicht wieder so verkacken wie diese Master Chief Collection, die du wochenlang nicht online spielen konntest. Mhm. Also das muss sitzen jetzt. Ja. Das stimmt.
Habt ihr das gehört, 343 Industries? Das muss sitzen! Der Finger. Naja, was haben wir noch? Klar, die üblichen Verdächtigen. Forza, ne? Forza 6 wird gezeigt. Fable Legends, wo ich ja schon immer so der Meinung bin, oh... Ich finde die Idee ja ganz nett eigentlich. Also ich habe damals mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, habe ich Fable Legends auf der Gamescom mal gezeigt bekommen. Das muss ja letztes Jahr gewesen sein. Das war davor das Jahr. Was? Da, als sie die Xbox One vorgestellt haben. Oder war das letztes Jahr? Ich komme durcheinander. Ich habe Fable Legends jedenfalls von Microsoft gezeigt bekommen und die haben uns auch Gameplay gezeigt. Ja. Und diese Grundidee, dass einer den Bösen spielt, der so die Creeps spawnen kann und die anderen müssen sich dadurch, finde ich total cool. Allerdings... Fable, also nach Fable 1, steht für Enttäuschung. Ja, eben. Das war ja mal in Ordnung. Das ich meine, ich hab immer gedacht, so Fable Legends, das ist so ein bisschen Evolve Light. Ja, so irgendwie eine Party gegen einen. Und ja, Evolve haben wir ja schon gemerkt, das wurde ja unheimlich gehypt. Und die Ernüchterung kam dann doch relativ schnell, weil da eben so ganz kleine Sachen im Gameplay waren, die dann eben doch dafür gesorgt haben, dass es nicht so fantastisch war, wie alle gedacht haben. Aber wir lassen uns natürlich gerne davon überraschen. Ansonsten natürlich, Crackdown 3 wurde letztes Jahr eigentlich nur ein bisschen angeteased. Ist ja auch in Europa Crackdown, ne? Eh nicht so. Wissen wir gar nichts drüber. Yeah. Haben wir noch nie gesehen und gehört. Was ist das eigentlich? keine Ahnung, ob da jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr gezeigt wird. Genauso mit dem nächsten Titel. Ja, oh ja, hier, Gears of War. Ist Habe ich mir sagen lassen, ist ganz okay. Den dritten mit Schießen und ist das, ja. Auf jeden Fall munkelt man hartnäckig, dass da ein HD-Remake kommt, beziehungsweise ist es jetzt eigentlich bestätigt und ich habe den Überblick verloren. Also ich habe Gameplay schon gesehen. Ja, vom ersten Teil, das HD-Remake, vom ersten Teil schon ein bisschen was geleakt worden auf YouTube. Ja, dann werden wir da sicher was zu sehen, aber anscheinend eben kein neues Gears of War. Dann dein Lieblingstitel in Spe, Quantum Break. Remedy Entertainment. Wo bleibt eigentlich Quantum Break? Darf ich dich da kurz mal fragen? Das ist, ich habe eben schon über Exklusivtitel gesprochen. Das ist der, wo ich vermutet hätte, dass sie 2015 damit, ich sag mal, angreifen. Ja, das hätten sie auch machen müssen. Remedy. Ja, es ist Remedy. Wir erinnern uns an die Entwicklungszeit von Alan Wake. Was war das? 9 Jahre oder wie lange? 6, 7 Jahre? Quantum Break. Ich hoffe, sie zeigen... richtiges Gameplay nochmal, neu. Also ich meine, die haben ja jetzt schon einiges gezeigt. Ja. Genau. Ne? Ist ja jetzt nicht so... Ja, ist schon richtig. Aber ich will mehr Gameplay sehen und vor allem, wo ich richtig Bock drauf habe, mal zu sehen, was diese Live-Action-Serie ist, die sie dazu liefern wollen. Die soll ja in der Box soll ja auch die Serie mit drin sein und da würde ich zumindest gerne mal einen Trailer von sehen. Wie sieht das aus? Was hat das für eine Qualität? Das ist ja, entschuldige ganz kurz dazu, aber das ist ja was Microsoft gerne macht. Ne? Das haben sie mit Halo jetzt auch gemacht, mit der Live-Action-Serie. Vielleicht machen die das künftig auch zu Fable. Ja. Ich finde die Serie dazu irgendwie komplett überflüssig. Also das, ich habe das Gefühl, das läuft genauso schief wie, wie hieß das, Defiance? Das war ein MMO, das hatte eine Serie nebenher. Und wenn die Serie scheiße ist, das sieht man direkt, also das macht ein schlechtes Bild auf das Spiel dann noch. Aber du weißt ja nicht, ob die Serie scheiße ist. Weiß ich nicht, aber die Gefahr gehen sie nur mal rein. Wir reden hier von Remedy. Ich meine, guck mal, was die vorher gemacht haben. Ich bin großer Fan von Alan Wake und diese Art und Weise, wie sie das als Serie da aufgebaut haben. Max Payne... Was kommt jetzt? Darf ich das jetzt sagen? Weiß ich nicht. Max Payne als Marke finde ich super. Ist doch auf Android nochmal rausgekommen. Das geht bestimmt. Ja, Max Payne 3 fand ich übrigens auch super. Und das ist ja auch ursprünglich Remedy. Ich mag Remedy und ich habe Vertrauen. Aber wenn sie nicht langsam was zeigen, werde ich auch skeptisch. Punkt. Ja. So. Wir werden sehen. Genau. Was wir übrigens auch sehen werden, und da fängt mein Herz ganz wild an zu schlagen, ist Rise of the Tomb Raider. Ich bin ja ein bekennender Tomb Raider-Fan. Zumindest wirklich, also vorher ging es eigentlich so, aber seit dem letzten Teil, seit dem Reboot quasi, dachte ich, das war richtig geil. Das war Action-Adventure-Gameplay, wie ich mir das wünsche, mit einer Story, wie ich mir das wünsche, mit einer Steuerung, wie ich mir das wünsche, mit einem Hauptcharakter, wie ich mir das wünsche. Titten! Nein, noch nicht mal. Die ist ja sogar ein bisschen, ne? Ich fand es super. Ich fand es auch super. So, aber es war ein geiles Spiel und ich habe mir gedacht, so, aber wenn Crystal Dynamics jetzt nochmal ein bisschen mehr Wert auf die Dungeons legt, ein paar mehr Rätsel reinpackt und so. Und was man bisher gehört hat, ne, so das Setting Sibirien, irgendwie versunkene Gräber in einem versunkenen See, in einer versunkenen Stadt, war geil. Geil! So. Also ich habe eben schon gesagt, ich möchte mehr so übernatürliche Sachen haben. Ja. Weil für mich Tomb Raider ist auch Übernatürliches. Lebendig gewordene Statuen, die dich mit ihren Schwertern angreifen. Irgendwas, halt, wenn man in so einen Tempel geht, da muss auch so was Abgefahrenes kommen. Und da habe ich hier auch Bock. Und ich bin mal gespannt, ob wir von Anfang an die Dual Pistols haben.
Oh ja, die gab es ja am Ende vom ersten. Oh, genau. Hast du schön gespoilert für alle, die es noch nicht gespielt haben. Ja, mein Gott, man kriegt zwei Waffen am Ende. Cool. Das ist ja eigentlich Trademark. Und, ja, klar, sicher. Muss ich ja auch, eigentlich. Ich habe auch tierisch Bock drauf. Ich finde es super. Ich fand den ersten ja eher meh. Also für mich war das eher so ein... Ja, ich finde dich eher meh. Ja, das ist ja bekannt, aber ich fand einfach, das ist irgendwie so ein mittelmäßiges Uncharted gewesen. Ihr habt beide keine Uncharted gespielt. Das also, stimmt ja überhaupt nicht. Das ist nicht wahr. Ist egal. Aber ich freue mich trotzdem darauf, weil ich hoffe, dass sie es jetzt wirklich richtig, richtig geil machen. Also ich freue mich wirklich drauf, auch wenn ich den ersten eher... Heuchler. Naja, aber was natürlich so ein bisschen der Wermutstropfen ist, es wird dadurch, dass es im Rahmen der Xbox-Pressekonferenz gezeigt wird, sicherlich kein Wort darüber verloren, ob es auch für PlayStation kommt und für PC. Und die Frage ist ja eigentlich auch eher wann, weil es wird sicherlich irgendwann kommen. Es ist ja zeitexklusiv. Ob Square Enix das so am Rande nochmal droppen kann, wir werden sehen. Ne? Ist übrigens ja auch die Ansage von Microsoft, die sagen ja nur exclusively on Xbox First. Xbox First in 2015. Also, nee, Moment. Das Was kommt denn? Ja 2016 erst, oder nicht? Holiday 2015 war die letzte Ansage, die ich meine, die sie gemacht haben. Auf der Gamescom damals. Genau, auf der Gamescom letztes Jahr. Ich verschoben und egal. Ich verliere den Überblick bei diesen ganzen Verschiebungen immer. Aber egal, Rise of the Tomb Raider. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu Nintendo und langen Gesichtern links und rechts, denn was wir nicht sehen werden, das ist zumindest die Ankündigung, ist Zelda. Das ist das Einzige, was ich sehen will eigentlich. Alle. Einfach nur Alle. Traurig. Und vor allen Dingen, ich habe ja letztes Jahr schon so ein bisschen einen kleinen Fanboy-Shitstorm auf mich gezogen, weil ich ja letztes Mal so unfassbar enttäuscht von der Nintendo-Präsentation war, wo ich gesagt habe, ey, sorry, Link, wie er auf die Wiese guckt, da zu zeigen, das ist halt wirklich... total lame gewesen. Das war einfach zu wenig für meinen Geschmack. Jetzt haben sie natürlich zu den Game Awards noch ein bisschen was gezeigt. Ja, okay. Ne? Da reitet er halt so ein bisschen rum und diese ein, zwei Pfeile, die er da abschießt. Du bist aber auch nicht zufriedenzustellen. Was willst du denn sehen? Ja, sorry. Es ist halt einfach verdammt wenig, um ein Fanherz zu befriedigen. Anscheinend reicht das. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich, wenn man Fan ist, dann will man doch noch mehr also, sehen. Also, ich sag mal Folgendes. Ich bin riesen Nintendo-Fan. Aber was die in der letzten Zeit abziehen, macht mich furchtbar wütend. Sie sagen, wir arbeiten an der neuen Konsole, um da direkt mal weiterzukommen. Nintendo, was haben wir hier? NX? NX, ja. Wir wissen, dass sie an der neuen Konsole arbeiten. Sie sagen, wir machen dieses geile Zelda. Open World, das wird das Allerfetteste, was ihr euch vorstellen könnt. Da werden die Köpfe explodieren, wenn ihr das seht. Dann sagen sie, ah nee, doch nicht. Und dann das Letzte, was ich gelesen habe, also verschoben, und das Letzte, was ich gelesen habe, ist erstmal auf unbestimmte Zeit. Ich sehe genau, was passiert. Ich sehe genau, was passiert, Nintendo. Ich sehe das. Die bringen es raus. Genau, es kommt als letzter Titel auf die Wii U, die sich ja eh nicht verkauft, das ist ja bekannt. Und als erster Titel auf die neue Konsole, wie bei Twilight Princess. Ja, aber sie haben ja gesagt, die NX wird kein Ersatz für die Wii U, sondern eine Konsole. Die soll ja so diesen Markt zum Smartphone schließen, keine Ahnung. Ob das jetzt sozusagen ein Hardware-Add-on wird zur Wii U, dass die Wii U obligatorisch ist und nur mit der NX funktioniert oder was weiß ich. Es gab ja zuletzt Gerüchte, dass es auf Android basiert, das ist dann ja auch ganz schnell wieder dementiert worden. Also eigentlich hat wie immer keiner eine Vorstellung davon, was das eigentlich für ein Ding ist. Dass Zelda jetzt verschoben wird, auch unbestimmt, ich habe 2016 gesagt. Also das Letzte, was ich gelesen habe, war erstmal... Ja. Also angeblich wird es auf gar keinen Fall auf der E3 gezeigt. Wenn es jetzt doch gezeigt wird, dann ist natürlich der Jubel groß. Aber eigentlich gibt es dann nur noch Star Fox als zweiten großen Titel, den die in petto haben könnten. Wurde jetzt schon öfter geteasert und vielleicht sehen wir jetzt endlich mal was. Ja. Also Miyamoto hat ja gesagt, er arbeitet da hart dran. War das letzte Gamescom oder wann hat er gesagt, er arbeitet da dran? Bei den Game Awards hat er gesagt, es wird vor Zelda gezeigt. Genau, es wird vor Zelda auch rauskommen. Herr Kunststück. Also 3 Jahre. Jetzt ist Zelda auf unbestimmte Zeiten verschoben. Also irgendwann in den nächsten Jahren wird Star Fox auch rauskommen. Ja. Nee, wir machen uns jetzt lustig, aber Nintendo hat in meinen Augen wirklich wenig zu zeigen. Also ich wüsste nicht was. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist, wir wissen, dass Retro an einem neuen Spiel ja auch arbeiten, um das nochmal kurz reinzuwerfen. Das könnten sie zeigen, so wie ich Nintendo kenne, zeigen die uns den Mario Maker, der bis jetzt immer noch nicht draußen ist, und irgendwelche anderen Art Sachen. Art Academy für die... Ja, Art Academy, Pokémon Deluxe Edition oder so ein Krüssel, wo wir alle denken, warum zur Hölle gucke ich mir das hier an? Ja, also was wir alle suchen, ist so ein System Seller. Ja. Ich hoffe ja immer noch, aber die Hoffnung wird wahrscheinlich eh nicht erfüllt, dass die tatsächlich mal so ein Metroid aus dem Hut zaubern, aber wenn das passiert, dann zeigen die auch Last Guardian bei Sony. Ja, dann dürfen wir uns wohl auf Metroid freuen, würde ich sagen. Wir sind gespannt, was Nintendo so zeigen wird.
Weiter geht es mit Electronic Arts. Die haben ja traditionell auch eine eigene Pressekonferenz. Und da gibt es tatsächlich eine Handvoll Titel, wo viele Leute heiß drauf warten. Angefangen mit Mass Effect 4. Wer was denn? Kein Mass Effect-Fan? Furchtbar. Echt nicht? Ich mache mir jetzt direkt Freunde. Ich habe den ersten Mass Effect versucht anzuspielen. Nach 4,5 Stunden Versuchen des Anspielens habe ich gedacht, was ist das für eine öde Kacke? Und habe es wieder weggelegt. Hast du den zweimal probiert? Nie wieder ein Mass Effect gespielt. Ja, die sind deutlich actionreicher geworden. Okay. Also vielleicht solltest du was natürlich auch wieder einsteigen. Viele schlecht das finden. Das hat viele abgefuckt. Ja, aber gerade Mass Effect 2 ist dann so richtig eingeschlagen. Nachdem Mass Effect, naja, ist auch eingeschlagen. Aber der 2er erst mit also, dem neuen Action. Also man kann ja sagen, was man will, aber BioWare ist ja, steht ja immer für Spiele, die nicht schlecht sind. Ja, sagen wir mal ja. So, ne? Ob das jetzt das Top-Spiel des Jahrtausends ist, ist natürlich dahingestellt. Aber ich meine, letztes Jahr waren ja alle schon unglaublich heiß auf Mass Effect 4 und dann haben die da so ein paar lächerliche Concept-Arts gezeigt und so ein paar ein bisschen durch die Büroräume geschwenkt mit der wir Kamera. Wir arbeiten dran, wo wir alle gesagt haben, ey, ob uns jetzt das zeigt oder gar nichts, das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Das stimmt. Aber es wurde ja auch schon so ein bisschen auf Twitter geteased, dass wohl ein bisschen was zu sehen sein wird. Angeblich wird es einen höheren Schwierigkeitsgrad geben, vielleicht fordert es dich dann ja. Ne? Bestimmt, ja. Aber ja, ich bin gespannt, weil ist der Shepard noch dabei? Was ist das für ein Setting, wo wir jetzt drin landen? Wie knüpft das an die Story an? Das ist ein ganz eigenes Ding. Wir werden sehen, ne? Ja, vielleicht bin ich ja dann auch am Start. Aber wo wir auch nur Konzeptbilder damals von gezeigt bekommen haben und den obligatorischen Schwenk durch hier sitzen die Entwickler, war Star Wars Battlefront. Und jetzt zuletzt haben wir geiles Gameplay. Ja, der Trailer. Also Gameplay weiß ich nicht, aber... Ja, doch. Das ja, sicher, war das war absolut Video. In, doch, das haben die extra gesagt, das ist In-Engine. Das war In-Engine-Footage. Die haben gelogen, Vio. Nein, das Spielehersteller haben noch nie gelogen. Also die Frage ist halt, wenn man mal so von der Skeptiker-Seite kommt und sagt, das kommt ja von DICE, ist das jetzt einfach nur Battlefield im Star Wars Gewand? Aber dann kaufe ich es auch, also... Ja, wenn es ein gutes Battlefield ist, dann klar. Aber naja, es ist halt definitiv eines der Dinge, wo EA am meisten Hauptaugenmerk drauf legt im Moment. Ja. Und was sicherlich auch, allein weil es Star Wars ist, und es ist das Star Wars-Jahr. Ja? Es ist, dieses Jahr ist das Star Wars-Jahr mal wieder. Sie haben ja auch gesagt, zum Film, da gibt es dann dieses Map-Pack, wo man dann die Orte aus dem Film hat und so weiter und so fort. Kostenlos. Wenn sie es nicht hinbekommen, und das sage ich jetzt hier on-air vor Kamera, wenn sie es nicht hinbekommen, vor dem Release des Films, dieses Spiel vernünftig rauszubringen. Dann und die Server das laufen zu lassen. Dümmste, das Dümmste, was jemals in der Geschichte der Unterhaltungssoftware passiert ist. Ehrlich. Es gibt ja leider keine Kampagne mehr. Das finde ich ja sehr traurig. Also sie legen wirklich die ganze Energie in den Multiplayer-Modus. Mhm. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst, was EA angeht mit ihren DLC-Konzepten. Also es gibt ja bei Battlefront immer so Helden und ich habe so das Gefühl, wir kriegen so 2-3 Maps und 5 Helden und die restlichen 20 muss man sich kaufen. Da habe ich direkt schon keinen Bock drauf eigentlich. Aber Star Wars, ich bin heiß auf Star Wars. Ja, ich bin gespannt. Was ich übrigens ganz vergessen habe, uns hier aufzuschreiben, ist Mirror's Edge. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ne? Mirror's Edge 2. Auch da gab es ja bisher nur Konzept. Auch das soll dieses Jahr auf der E3 gezeigt werden. War jetzt auch damals, war ein Titel, der ganz gut ankam. Ne? Aber jetzt auch nicht irgendwie EA furchtbar reich gemacht hat. Ja. Weiß ich nicht, wie der zweite da wird. Also ich finde es eine interessante Sache, aber es war jetzt nie so ein Titel, der mich total vom Sockel gehauen hat. Nee, fand ich auch eher immer mittelgeil. Es war viel Try and Error, glaube ich. Es sah schon hübsch aus und es hat auch Bock gemacht, aber der krasse Seller war das jetzt nicht. Die Grundidee ist halt eine coole. Ja. Ist die Frage, ob Teil 2 jetzt das gleiche in grün ist oder in blau-weiß-rot. Oder immer noch rot, genau, rot-blau-weiß. Oder ob die sich da mal was Neues einfallen lassen. Genau das gleiche gilt für Need for Speed. Das ist ja auch jetzt geteased worden. Heißt aktuell nur Need for Speed. Ja, es ist ein Rennspiel. Ne? Viele haben ja gesagt, oh, wird es ein neues Underground? Ich bin ja immer noch ein großer Fan von Underground 2. Das war ja eins der besten Need for Speed-Spiele überhaupt. Jetzt kam raus, es ist online only. Da haben schon die ersten abgewunken, haben gesagt, danke, dann ohne mich. Und ganz ehrlich, auf Open World stehe ich auch nicht bei Rennspielen. Also ich finde das total überflüssig. Ich will eine Strecke von A nach B, Ende Gelände. Ich will nicht da ewig lang durch die Gegend gucken und rennen. Ich sage euch Folgendes. Warum gehen die nicht wieder zurück und weg von der Need for Speed Marke? Ich weiß, die füllt deren Portemonnaie. Und machen ein neues, richtig geiles Burnout. Oh ja. Im Stil von Burnout. Ja. Revenge war zum oder 3. Burnout 3 war göttlich. Takedown. Ja. Nicht Need for Speed. Ja. Das will ich nicht. Weg.
Das war nämlich genau der Punkt, wo ich Burnout scheiße fand, als das nämlich schon Revenge to Paradise wurde. Ja, Paradise war die Hölle. Mit Open World. Paradise war irgendwie ein schlechtes Need for Speed. Es gab auch keinen Crash-Modus mehr. Also Burnout ohne Crash-Modus. Aber Burnout Crash wiederum war geil. Ja, das war ja nur der Crash-Modus. Naja, was haben wir denn noch bei EA? Das war's dann, klar. FIFA. Vielleicht kommt noch was zu den Sims. Ja, weiß ich nicht. Wir reden ja hier von den Highlights und ich würde sagen, deswegen machen wir direkt weiter mit dem nächsten Publisher. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt ist geil. Bethesda. Ich mach mich schon mal fertig. Ich komme hier gleich über den Tisch. Womit fangen wir an? Mit Fallout 4 oder mit Doom? Pass auf, wir fangen mit Doom an. Ja. Weil bei Fallout werden wir länger bleiben. Das kann sein, Doom, ich hab's ja in den News schon gezeigt. Ein ganz kurzer Teaser. Und es gab ja vor Ewigkeiten schon ein Video, was Leute gezeigt hat, die aus so einem Vorführraum rauskommen. Also man hat kein Spiel gesehen natürlich, sondern nur die Leute, wie sie quasi drauf reagieren und die waren alle total gehypt. Ich wünsche mir einfach nur, dass es vom Gameplay her wird wie die neuen Wolfensteins. Ich gehöre ja auch zu Fans von Doom 3. Ich fand Doom 3 cool, mich hat das unterhalten damals und mir hat es auch damals Schiss gemacht. Ich hab's auch gespielt. Damals ist das richtige Wort. Da 11 Jahre her. Genau. 11 Jahre her. Weil wie ihr alle wisst, ich bin schon 45. Und durfte das absolut damals spielen. Nein, ich mag Doom 3 sehr gerne und hoffe, sie machen was Cooles Neues. Dieser komische Teaser, der ist ja wohl mehr als lächerlich. Wir zeigen hier Gameplay. Ja, aber du hast ja gesehen, was es ausgelöst hat. Der Hype ist ja total losgetreten. Der Hype ist real. Naja, aber ich meine, auch das ist ja so ein Spiel, was so eine ewig lange Entwicklungsgeschichte hat. Also es ist ja 2011 nochmal komplett eingestampft worden, nachdem es schon etliche Jahre in der Mache war. Und dann haben die nochmal von vorne angefangen. Das ist ja immer, das ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen für ein Spiel. Wir werden sehen. Ich hoffe einfach, es wird ein oldschooliger Shooter, wie gesagt, wie Wolfenstein. Wie Duke Nukem. Oh Gott. Davon reden wir nicht. Die Wolfenstein hat es einfach geschafft, einen modernen Shooter mit einem Oldschool-Shooter zu kombinieren und es hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Und das erhoffe ich mir auch von Doom in einem Sci-Fi-Horror-Setting. Ja, es muss halt krachen, dass das jetzt nicht irgendwie das anspruchsvolle, intelligenteste Spiel aller Zeiten wird, so von der Story her oder so, ist uns, glaube ich, allen klar. Es muss halt einfach krachen und bremsen und dann sind, glaube ich, auch alle glücklich. Das wird id Software schaffen. Also wenn sie eins können, dann auf die Fresse hauen. Ich fände es schön, wenn ein paar Horrorelemente schon noch drin sind. Also ich möchte schon zumindest so die erste Spielstunde, wo noch so ein bisschen so hinter der Ecke ein Viech herkommt, wo du dich plötzlich erschreckst. Danach kann alles explodieren und Michael Bay werden. Aber ich möchte am Anfang so ein bisschen Horror. Michael Bay all over the place. Ja, wirklich. So. Der kommt dann mit dem Doom-Film. Jetzt. Ja, Fallout. Öffnen wir die Akte. Juhu. Auch da, the hype is real. Als der Trailer gekommen ist, kurz vor der E3, da haben wir, also 2/3 der Vorzocker haben gesagt, geiler Shit. Du schüttelst nach wie vor mit dem Kopf und ich weiß auch gar nicht, warum. Ich kann es nicht verstehen. Ich muss vorher dazu erklären, ich habe noch nie einen Fallout richtig gespielt. Ja, wie kannst du dir dann eine Meinung erlauben? Ganz einfach. Da kommt ein Trailer und alle sind total gehypt Fallout 4. Und wenn wir ganz, und ihr wisst es auch, wenn wir ganz ehrlich sind, sehen wir da einen Trailer, der aussieht wie Fallout 3,5, grafisch für die heutige Zeit sicher kein Benchmark. Und wenn ich die Animationen der Charaktere sehe, dann denke ich mir, wo sind die denn her? Von vor 7 Jahren oder was? Ganz ehrlich, ich wollte diesen Trailer gucken und ich wollte, das habe ich euch auch eben schon gesagt, ich wollte so, dass es mich auch begeistert. Ich gucke diesen Trailer und es passiert nichts bei mir. Gar nichts. Also über die Grafik, urteile ich sowieso mittlerweile spätestens seit The Witcher nicht mehr, bevor ich das endgültige Spiel gesehen habe. Aber das sieht auch super aus, das endgültige Spiel. Ich finde einfach, bei Fallout geht es überhaupt nicht darum, wie das Spiel aussieht, weil das Fallout für mich einfach der Inbegriff ist von göttlichem Gameplay, von Atmosphäre, also allein diese Fallout-Welt. Ich stehe halt voll auf so postapokalyptischen Scheiß. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Dunklen Turm, den du immer noch nicht gelesen hast. Noch nicht fertig. Ja, siehst du? Aber das ist halt einfach so dieses ganze Ding, auch mit dem Pip-Boy und so, das sind einfach so Maskottchen, so das fixt einen an und dann reicht auch so ein Trailer, um dich wieder in dieses Universum zu ziehen und zu sagen, boah, geil, freue ich mich drauf. Ja, und das war also halt ein geiles Gameplay bei Fallout 3. Ich bin da anscheinend so ein Zwischending, weil ich freue mich auch mega drauf, aber die Grafik, also vor allem dieser letzte Shot mit diesem eckigen Hund. Der Call of Duty Hund. Der Call of Duty Hund, die haben sie von Activision gekauft und 1:1 da reinkopiert. Ja. Also das ist echt. Und der Charakter, der daneben steht, also das sieht echt nicht hübsch aus. Aber die Umgebung, die Lichteffekte,
Und die Weitsicht auch auf dem letzten Bild. Wer weiß, in welchem Stadium sich das Spiel auch gerade befindet. Ja, ja, ja. Das war jetzt der erste Ankündigungstrailer und ich sag mal, da ist noch Luft nach oben. Aber das ist auch wieder ein Spiel, wo ich Bethesda überhaupt keinen Druck machen möchte. Da sollen die sich meinetwegen noch 2 Jahre Zeit lassen, wenn es dann umso geiler wird. Bitte schön. Ich habe irgendwo gelesen, ist aber jetzt unbestätigte News, aber ich habe irgendwo gelesen, dass wir noch dieses Jahr Fallout 4 spielen. Na? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Mir ist es unfassbar egal, aber, ich sehe ein, was ihr habt, weil wo die Musik da losgeht, dieses Radio losgeht, dieser Shot, wo man immer wieder sieht, wie dieses echte Wohnzimmer noch aussieht und wie es danach aussieht und so, das ist atmosphärisch alles geil. Da bin ich voll bei euch und ich mag so ein Setting auch, aber wahrscheinlich hätte ich in 3 Jahren richtig spielen müssen und wäre jetzt genauso gehypt wie alle anderen auch. War aber nicht so und von daher ist das für mich jetzt gerade so ein, ja, schon mal gucken irgendwie. Wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir dich ja dazu. Ja. Also wenn es rauskommt und du spielst es und sagst immer noch, ist nicht meins, dann gut, die Geschmäcker sind verschieden, aber ich glaube durchaus, dass das, wenn wir hier von Highlights reden auf Day 3, eines der spannendsten Spiele wird, die wir sehen werden. Mhm. Und was vielen nicht aufgefallen ist, am Ende von dem Trailer, da spricht der Charakter, der Hauptprotagonist. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt endlich Synchronisation von unseren Helden. Auf der einen Seite, gar nicht drüber nachgedacht. Ja, eben, aber im Prinzip ist es möglich. Und auf der einen Seite habe ich ein bisschen Schiss, dass das die Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Also man kennt das ja aus BioWare-Titeln. Hm. Man will sagen, nein, danke, und stattdessen sagt man, geh sterben. Also, das ist nicht mehr so, aber auch manchmal. Ja, manchmal will man das auch damit sagen, aber halt nicht immer. Ich will einfach nur höflich Nein, danke sagen. Ja. Vielleicht haben wir im nächsten Zelda auch einen entsprechenden Link. Vielleicht sagst du auch, wuff, wuff, weil der Hund spielbar wird. Der Hund wollte Nein, danke sagen, aber kann es nicht. Stattdessen hat er dir das Bein abgebissen. So. Ach hier, Dishonored haben wir noch. Ja. Als möglichen Dishonored 2. Möglicherweise wird es gezeigt. Ich bin großer Fan von Dishonored 1. Ja, es war auf jeden Fall ja auch ein Titel, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ne? Also ich weiß noch, ich war ja damals in Los Angeles vor Ort und hatte dann Termine bei Bethesda und die sagten so, ja, hier, komm, ey, wir zeigen dir noch ein geiles Spiel, wir zeigen dir noch Dishonored. Ich so, was ist das? Noch nie gehört. Und dann haben die so diese Gameplay-Strecke gezeigt, damals, wo man entweder so den harten Weg oder eben den sanften Weg gehen kann. Beides direkt hintereinander und das war schon so, oh, ist das geil. Und da habe ich schon gesagt, das wird auf jeden Fall ein Top-Titel und es ist ja auch wirklich wertungstechnisch extrem gut weggekommen, das Spiel. Ne? Aber verkauft hat sich jetzt nicht so gut, kann das sein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wie so oft bei Spielen, die richtig gut sind, es ist wie mit Musik. Richtig gute Musik verkauft sich auch meistens schlechter als irgendein Pop-Scheiß. Und die richtig schlechte Musik ganz oft. Ist auch hier anzuwenden. So. Bevor gleich der Hate auf mich losbricht. Machen wir doch weiter mit Ubisoft. So, weiter geht's mit Ubisoft und den üblichen Verdächtigen. Natürlich, klar, Assassin's Creed Syndicate wird ganz groß gezeigt. Ist ja schon enthüllt worden vor einigen Wochen. Weiß nicht, müssen wir da jetzt noch viel zu sagen? Ich mag das Setting. Ich mag das Setting, aber mehr nicht. Da, also mit viktorianischem Industrialisierungssetting kann man, glaube ich, auch bei Untergamern nicht viel falsch machen. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Neuer Held, Jacob mit seiner Schwester. Kutschen, da fokussiert Ubisoft sich ja gerade drauf. Es gibt Kutschen. Das fand ich übrigens super. GTA in Assassin's Creed quasi. In diesem Trailer, wie er die Verfolgungsjagd macht. Und er ist so voll schnell und dann kommt der nächste und dieses Pferd einfach PAM in dieses andere Pferd rein. Wie viele Pferde müssen danach zu einer Notschlachtung erschossen werden? Für diesen Trailer wurden keine Tiere geschädigt. Was mich überrascht hat, es wird keinen Multiplayer-Modus geben. Und keine Companion-App. Keine Companion, ja okay, aber das ist vielleicht was, wo die meisten gesagt haben, ja gut, habe ich eh nicht benutzt, aber ein Multiplayer war ja quasi obligatorisch und das jetzt gar nicht. Auch kein Koop, also werden wir mal sehen, was daraus wird. Dann Rainbow Six Siege ist ja auch etwas, wo zumindest Taktik-Shooter-Fans schon echt heiß drauf sind. Yeah. Da muss man aber Fan von sein, ne? Also wer halt irgendwie quasi mit der Kalaschnikow im Anschlag einfach gerne durch die Level rennt, der ist hier falsch. Da gab es ja vor einiger Zeit schon die Closed Alpha, die habe ich auf Twitch verfolgt, bei meinen Lieblingsstreamern. Und das sah eigentlich wirklich sehr, sehr geil aus. Sehr, sehr spannende Matches, dadurch, dass du die Wände und die Decken alle in die Luft sprengen kannst und neue Wege schaffen kannst. Das war schon ziemlich cool. Also ich bin weiterhin gehypt. Ja. Also ich muss ja dazu sagen, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es für PS4 und Xbox One auch rauskommt. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, weil sie hatten es, glaube ich, damals nur auf dem PC präsentiert oder irgendwas. Ja, ich denke mal, das, was man bisher gesehen hat, ist sowieso ja PC-Gameplay. Ja. So, aber nur falls es noch Leute gibt, die so doof sind wie ich, es kommt auch für Konsolen.
Ja, gleiches gilt für The Division, ne? Ja. Auch ein Tom Clancy-Titel. Da haben wir ja auch schon viel von gesehen, wurde jetzt schon eigentlich schon auf jeder Pressekonferenz in irgendeiner Art und Weise präsentiert. Mittlerweile denkt man so, ach, das ist noch gar nicht draußen. Ja. Es ist so traurig. Ja. Wie Watch Dogs braucht Jahre, Division ist immer noch nicht raus. Es ist ein bisschen... Kommt auch erst Anfang 2016, also dauert noch wieder eine ganze Weile, ne? Also... Ja, viele sagen ja, wird richtig geil. Andere sagen, naja, wollen wir mal gucken. So ist ja eine Mischung aus Action und Rollenspiel und mal was ganz Neues. Kann richtig gut funktionieren. Kann auch sein, dass es, naja, dann irgendwo untergeht. Und gerade wenn Anfang 2016 so viele andere Top-Titel erscheinen, ich mag mir da noch gar kein Urteil drüber erlauben. Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, dass The Division gemeinsam mit Destiny damals für mich die beiden Spiele waren, als die Next Gen angekündigt wurde, wo ich dachte, das wird geil, das muss ich unbedingt haben. Destiny kam, ich habe viel Destiny gespielt, war okay, ist jetzt nicht so der Knaller. Division ist immer noch nicht draußen und ich hoffe immer noch, dass das Ding super geil wird, weil das ist ja auch so MMO-mäßig und so weiter. Die Grafik, die wir bisher gesehen haben, ist super geil. Ist fraglich, ob das die Finale ist. Aber Watch Dogs. Ich hab weiterhin auf dieses Spiel und diese Art von Spiel total Bock. Und ich hoffe einfach, dass dieses Spiel vernünftig wird. Ich bin auch ein bisschen übersättigt mittlerweile. Jede Präsentation Jahr für Jahr. The Division. Nochmal mehr Gameplay, noch mehr Gameplay, noch mehr Gameplay. Ich will es einfach mal haben. Ich will. Im schlimmsten Fall passiert das, was mit Watch Dogs passiert ist, als Watch Dogs kam. Kurz danach kommt GTA und kein Mensch hat über Watch Dogs geredet, was im Kern in meinen Augen gar nicht so ein schlechtes Spiel war, aber gegen GTA total abgestunken hat. Aber es kommt ja jetzt bestimmt Watch Dogs 2. Ja, aber wenn... Ja. Und Last Guardian! Genau. Naja, also das so zum Thema Ubisoft, da wird sicherlich noch die ein oder andere Überraschung dabei sein, aber gut. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen voranmachen mit den nächsten Titeln, die eventuell noch angesagt sind. Eigene Shows gibt's nicht, aber Activision hat ja natürlich auch einen Stand auf der Messe. Da wird natürlich sowas wie Skylanders dabei sein, aber ich denke mal, der eigentliche Top-Titel ist Call of Duty Black Ops 3 für alle Leute, die auf Call of Duty stehen. Alle anderen sagen, naja, ist halt wieder Call of Duty. Vierspieler-Koop in der Kampagne, dann Specialists-Charaktere im Multiplayer. Ja, man erstellt sich seinen Charakter in der Kampagne. Was kann man noch über Call of Duty sagen? Das ist halt fucking Geil Call of Duty, Bam, wie immer. So, ne? Ja. Es gibt nichts, was mir egaler ist. Nee. Ey, gib mir Fallout 4. Aber, aber weg mit Call of Duty. Es ist so, ich habe lange Call of Duty gespielt und ich habe immer mir auch die Trailer angeguckt und habe auch immer Multiplayer gespielt. Ja. Weil Call of Duty hat einfach ein geiles Gunplay und so alles im Multiplayer. Ich habe seit anderthalb Jahren gucke ich mir nicht mal mehr die Trailer an, weil es mir so unglaublich egal ist, was da passiert. Ja, man muss halt Fan davon sein. So. Wenn du Ego-Shooter gerne spielst im Multiplayer, dann kommst du auch irgendwann an Call of Duty nicht mehr vorbei, es sei denn, du spielst Battlefield. Destiny ist natürlich auch noch so ein Thema, was Activision sicherlich auf dem Schirm hat. Da ist ja auch einiges schon geleakt über eine Erweiterung, wo ich auch sage, eine Erweiterung, ist es das? Ist es eine Standalone-Erweiterung jetzt eigentlich oder nicht? Ja, es ist eine Boxed-Erweiterung, die kommt in den Laden, in den Handel, genau. Destiny ist ja auch so ein Spiel, wo sich die Geister total dran scheiden. Die einen finden es total geil, die anderen sagen, habe ich mir irgendwie toller vorgestellt. Ja. Es geht halt gerade irgendwie unter und ich könnte mir vorstellen, dass sie an Destiny 2 Teaser zeigen werden, eventuell, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuheizen. Und dann zur Gamescom nochmal was richtig. Also ich muss mir sagen, ich kann nicht vorstellen, dass die das Standalone zeigen und Destiny 2 Teaser, weil dann nehmen die der gleichen Marke nehmen die den Hype, weil da das ist ja Konkurrenz im Grunde schon quasi. Aber war das nicht so, dass das ganze Universum kompatibel zueinander ist? Dass du mit Destiny 2 deinen alten Kram auch spielen kannst? Ja, das recht, ja. Also, das geht ja alles Hand in Hand. Kommen wir nochmal zu anderen Sachen. Red Dead Redemption 2 ist, glaube ich, auf der Wunschliste von den meisten ganz weit oben. Yes. Ne? Das wäre natürlich der Kracher, aber es ist bislang nichts weiter als ein hartnäckiges Gerücht. Oh. Und ebenfalls hartnäckig Gerüchte Dark Souls 3 und oder Bloodborne 2. Yes. Beides würde dich extrem freuen. Dann leg mal los. Stell dir mal vor, es heißt Dark Souls versus Bloodborne und die machen ein Spiel daraus. Also ich muss sagen, ich versuche es kurz zu halten. Bitte, ja. Ich habe zuletzt Dark Souls 2 in der Scholar of the First 10 nochmal durchgespielt auf der Xbox One. Das ist dann mein sechster Dark Souls 2 Run gewesen. Und Bloodborne habe ich insgesamt dreimal durchgespielt.
Ich werde, Forever alone. Ich werde nicht müde, From Software. Nein, was mich gefreut hat, ist tatsächlich, dass sie jetzt gesagt haben, Dark Souls 3, das wird dann wahrscheinlich auch wieder auf allen Konsolen, also kein exklusives Sony-Ding, auch wenn sie es vielleicht auf der Sony PK zeigen. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass gesagt wurde, ist ja wie gesagt nur Gerücht, dass Miyazaki bei Dark Souls 3 wieder an Bord ist, weil Dark Souls 2 ohne Miyazaki hatte lange nicht so ein geiles Level-Design und alles wie Dark Souls 1 oder Bloodborne, wo er ja auch mit dabei war. Das wird er sich fürstlich bezahlen lassen. Absolut, aber fürstlich. Das ist ja auch vollkommen richtig. Das ist ja vollkommen richtig, weil er macht immerhin, wenn er dabei ist, die qualitativ doch etwas hochwertigeren Spiele. Und deswegen wäre Dark Souls 3 für mich auf jeden Fall eine geile Nummer. So im, auf der Next-Gen mit der geilen Grafik und so weiter und so fort. Und wenn Red Dead 2 kommt, dann breche ich sofort in Tränen aus. Wirklich. Das wäre der Hammer. So, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende und ja, ab zur Endcard. Yo, ich hoffe, unser Talk hat euch gefallen und ich hoffe, wir haben einigermaßen gut in die Kristallkugel gucken können. Wir werden natürlich in wenigen Tagen alle schlauer sein. Wir werden uns alle PKs reinziehen und dann stimmt eh alles nicht mehr, was wir gesagt haben. Was sich bewahrheitet hat. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf diese E3. Die wird richtig geil, oder? Auf jeden Fall. Ich will Fallout 4 sehen. Ich will noch mehr Fallout 4 sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt uns einen Daumen hoch, teilt es auch gerne und abonniert uns. Und ja, ihr findet hier unten natürlich noch weitere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Und dann sehen wir alle, was sich in den nächsten Tagen so ergeben wird. Adios.